Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dishonored, The Knife of Dunwall. Wir haben das letzte Mal die Tat vollbracht und den Justiziar umgebracht und lesen jetzt noch eine Runde und werden uns dann langsam mal aus dem Haus hier verziehen. Der Stadtjustiziar. Justiziare aus dem Justizbezirk haben dank ihres scharfen Verstands schon immer eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Hauptstadt Dunwall und des gesamten Kaiserreiches eingenommen. Doch die elende Rattenplage hat den Bedarf für ihre Dienste noch vergrößert. Es gibt unzählige Streitereien um verlassene Anwesen und etliche Fabriken, denen die Seuche sämtlicher Mitglieder der Besitzer- und Investorenfamilien, ja selbst der Arbeiter, entrissen hat. Dass nur gesetzeskundige Männer wie Arnold Timsch Licht in das juristische Wirrwarr nach dem Ableben der Schlüsselpersonen bringen können. Wir sind ihnen allen zu Dank verpflichtet. Gar nicht parteiisch oder so. Es ist daher keine große Überraschung, dass der Lordregent Timsch kürzlich zum Stadtjustiziar ernannt hat. Zu dessen Pflichten gehört es, ein Verbindungsmann zu den Totenzählern der Stadtwache zu sein. Wurde die Seuche in einem Haus oder in einem Unternehmen entdeckt, ist es Timschs Aufgabe, die verbliebenen Güter zu sichern und sie dem Staat zu überschreiben, wenn niemand überlebt hat, um Besitztümer und Anwesen zu erhalten. Das ist selbstverständlich keine einfache Aufgabe, die nur ein Mensch bewältigen kann, der moralisch auf einwandfreien Fundamenten steht. Und dieser Mensch ist kein anderer als Justiziar Arnold Timsch. Was sein Privatleben angeht, so stimmt es, dass Timsch nicht viel Wert auf soziale Verpflichtungen legt, wie manche schon festgestellt haben. Doch in jüngster Zeit hat seine Nichte Talia dem entgegengewirkt. Sie veranstaltet ausgefallene Feiern und verdient sich die Gunst zahlreicher großer Familien von Dunwall, darunter die Boyles. Bis heute ist die junge Lady Talia noch unverheiratet und auch, wenn es schon oft Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit gegeben hat, waren sie alle nichts weiter als leerer Klatsch und Tratsch. Genauso unbegründet sind absolut falsche Gerüchte von Konflikten zwischen Onkel und Nichte, die zweifelsohne von missgünstigen Bastarden in die Welt gesetzt werden, die neidisch auf den Aufstieg des Namens Timsch sind. So, wir wollen jetzt hier verschwinden. Ja, wir müssen hier echt verschwinden. Ich habe schon das halbe Anwesen umgenockt und hier sind immer noch so viele Leute unterwegs. Das ist schon ein bisschen lästig. So, wir werden oben mal noch die Truhe öffnen. Während das Orchester im Hintergrund noch mal richtig die Seiteninstrumente klingeln lässt. Was? Galvani-Verbundgewebe. Verbesserte Rüstung. Warum nicht?
Verlassen wir das Anwesen mal hier draußen. Und schauen noch mal kurz bei unserem dunkeläugigen Freund vorbei. Ich glaube, hier müssen wir eine Tarotkarte hinlegen, oder? Blut auf die Karte tropfen. Verbrenne die blutige Karte im Ofen eines Mannes, der davon träumt, alle zu beherrschen. Jetzt sind wir echt bei den okkulten Ritualen angekommen. Vielen Dank für die Rune. Damit haben wir auch alle gefunden. So, haben wir noch irgendwelche Ziele? Eliminiert haben wir ihn ja. Nö. Dann sollten wir soweit durch sein hier. Und ich glaube, wir haben echt alle Wachen zum Schweigen gebracht, mit der Ausnahme von ein oder zwei. Mich draußen erwartet. Wo ist er? Das ist das Problem, Sir. Wir wissen es nicht. Wir haben nach ihm gesucht. Ohne Erfolg. Das klingt überhaupt nicht gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir, General Turnbull. Sir, glauben Sie an Hexen? Schnauze! Hexen haben damit nichts zu tun. Ich glaube von hier aus. Ach, stimmt ja, wir haben ja hier hinten einen Weg, der besser zurückführt. Nutzen wir den gleich mal. Ich denke mal, wir müssen wieder zum Anfang der Mission zurückkehren. Wo dann auch sicherlich unsere Offizierin auf uns wartet. Oder ist hier noch die Nichte von dem Timsch? Will die nochmal mit uns reden? Nee, ne, die ist verschwunden. Jupp. Nee, da verziehen wir uns jetzt. Ich kam doch darüber irgendwie, ne? Gilt das auch von dieser Seite? Ja, das müsste eigentlich gehen. Warte,
Eine gefährliche Person befindet sich im Justizbezirk und in der Nähe der Waterfront auf freiem Fuß. Wenn Sie eine verdächtige Person sehen, benachrichtigen Sie umgehend die Wache. Hm. Haben Sie die Leiche wohl doch noch gefunden? Bist du noch am Anfang, wo ich habe alles stehen lassen? Hey, kann ich heute deine Elixierration kaufen? Na, für jemand anderen. Ich spiele eigentlich auch ungern so, dass ich alle Leute ausnocke, weil ich habe so lieber wenigstens so halbwegs dieses Feeling, dass ich so ein unbeobachteter Geist bin, der da durchschleicht. Nicht total, ich knocke natürlich ein paar aus. Aber wenn man alle ausnockt, dann ist das so, weiß ich nicht, so der Easy Way. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Aber in dem Gebäude von dem Timstar da, das war einfach viel zu eng und unübersichtlich. Oh, das Abfedern hat mal funktioniert. Ich bin amazed. Dann mal zurück. Auftrag erfüllt. Leute, ich hab den doch beim letzten Mal eliminiert. Bin ich grad blöd? Hä? Es geht Seltsames vor sich hier. Lasst mich nochmal was prüfen. Ja, ich glaube, er ist tot. Oder musste ich nochmal zu dem Typen zurückgehen? Das wäre jetzt natürlich auch ein bisschen blöd gelaufen. Ansonsten werde ich mal einen kurzen Cut setzen, wenn das hier noch länger dauert. Wahrscheinlich habe ich nur irgendeine Kleinigkeit übersehen. Ich glaube, ich habe das Geheimnis zum Abfedern rausgefunden. Wir müssen uns teleportieren, bevor Daud sichtlich mit dem Fallen anfängt. In dem Moment, in dem Daud anfängt zu fallen, wird dieses Fallen auch nach dem Teleportieren angewendet. Der Schaden passiert.
Ich hätte ja echt gern mehr Bewegungsfreiheit in Sachen hochkommen irgendwo. Aber Doubt's Blink regelt mal wieder. Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt mit dem verärgerten Typen sprechen, dass ich die C-Person umgebracht habe und nicht das gemacht habe, was er wollte? Hä? Der ist nicht mal hier, der Typ? Alles sehr, sehr merkwürdig. Leute, ich muss erst mal nachgucken, was ich hier tun soll. Das Spiel sagt mir irgendwie nicht, wie ich die Mission beende. Ich gucke einmal noch, wo wir vorhin waren. Finde den letzten Willen von Tims Mutter. Ist das ein Hauptziel, was ich noch erfüllen muss? Das könnte sein, ne? Dann war das eine der Bedingungen von der Auftraggeberin. Ich habe das irgendwie... Und ich habe das irgendwie... vergessen. Das war in der Missionsstruktur aber auch nicht so ersichtlich, weil es unter dem Töte ihn steht, so als Unterziel. Deswegen ist es mir anscheinend entgangen, dass das ein Teil des Hauptquests ist, den man auf jeden Fall immer machen muss. Finde den letzten Willen. Gab es denn noch irgendwo eine Truhe, die wir nicht aufschließen konnten? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hi Delilah, wie geht's? Weil hier hinten war ja nur diese Verbesserung drin. Und kein letzter Wille. Was habe ich vergessen? Vielleicht wirklich nochmal eine Truhe, an der ich schon mal vorbeigelaufen bin. Schauen wir mal noch einen Stockwerk tiefer nochmal vorbei, obwohl hier ist auch noch dieser Konferenzraum. Weil den haben wir auch nicht, ne? Den letzten Willen. Ne, das sind nur Straffreiheitspapiere, die wir haben. Habe ich diesen Teil des Hauptquests irgendwie verdrängt. Also wenn, dann könnte ich es mir nur in diesem Stockwerk hier noch vorstellen. Weil hier auch so büromäßig alles ist und Archiv. Ah, bingo. Gut, Chris. Dafür hast du jetzt eine Weile rumgesucht. Letzter Wille. Merkwürdig. Tim nennt sich im Testament nicht selbst als Begünstigten. Er vermacht das Erbe Delilah. Okay,
Kehre zum Ufer des Justizbezirks zurück, um mit Talia zu sprechen. Okay. Dann hatte ich das wirklich irgendwie verdrängt. Sorry, Leute. Das ging irgendwie unter in der Struktur der Missionsbeschreibung. Gut, jetzt haben wir den Justizbezirk von oben und unten nochmal gesehen. Ich habe Talia gesehen. Sie wartet am Treffpunkt. Geht klar. So kann man eine Folge natürlich auch in die Länge ziehen. Nur weil ich diese eine Truhe vergessen hatte. Der Mörder von Justiziar Arnold Timsch wird noch immer in dieser Gegend vermutet. Wenn Sie ihn sehen, benachrichtigen Sie umgehend einen Offizier der Wache. Muss gar nicht hören da hinten. Tu mal nicht so, als würdest du deinen Job ernst nehmen. Dein Onkel ist tot. Hier ist das Testament, wie vereinbart. Mein Onkel ist tot? Bin ich jetzt eine Mörderin? Fühlt sich wirklich seltsam an. Aber ihnen wurden Informationen versprochen. Nun... Delilah hatte meinen Onkel in ihren Bann gezogen. Er war besessen von ihr. Sie hatte im Tower gearbeitet, bevor Sokolov sie unter seine Fittiche nahm. Sie war Malerin, Künstlerin. Ganz gewiss unter unserem Stand. Mein Onkel war ganz in sie vernarrt. Aber er wirkte immer älter und ließ uns nachts Kerzen anzünden. Er hatte Angst vor der Dunkelheit. Eines Nachts waren wir alle bei Waverly Boyles für eine Seance. Wir wollten Spaß haben. Wir wussten nicht, was wir taten. Ich hatte immer geglaubt, bei Seancen erscheinen nur die Toten. Aber auf einmal stand Delilah vor uns. Mein Onkel ist fast gestorben vor Schreck. Sie war irgendwie da und nicht da. Es sah aus, als wäre sie weit weg. Im alten Brigmore-Anwesen. Sie malte an einer Staffelei, malte einen Namen. Ihren Namen, Daud. Mehr weiß ich nicht. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Ich muss wieder gehen. Gruseliger Shit. So, dann beenden wir jetzt die Mission mal endgültig. So viel zum feinen Justiziar. Er wollte es so. Leute wie er dürfen niemandem trauen. Seine eigene Nichte hat ihn verraten. Sind Sie bereit? Schauen wir mal, ob unser unser niedriges Chaos-Rating noch da ist, auch wenn wir einen Mord begangen haben. Gehen wir zurück. Ja, Chaos-Faktor ist noch niedrig. Gegner eliminiert, ja, das war der Timsch. Und es wurden ein paar Körper entdeckt. Ja, wundert mich nicht. Ging alles ein bisschen ruppig zu in der Mission. Aber der Quickload-Button hat dafür gesorgt, dass wir nicht wirklich entdeckt wurden, offiziell. Und diesmal haben wir auch ein bisschen Loot gefunden. Nice. Weiter geht's. Dauds Hauptquartier. Der Angriff. Delilah ist eine mächtige Hexe und Anführerin eines Zirkels in den Ruinen des Brigmore-Anwesens. Du bist zu deinem geheimen Hauptquartier im überschwemmten Bezirk zurückgekehrt, um deine nächsten Schritte zu planen. Jessamine Caldwin allein war es, die die Stadt zusammengehalten hat. Durch ihren Tod hat sich die Stadt unaufhaltsam aufgelöst. Wachen,
Aufseher, Adlige, Weiner. Vielleicht war das die Welt, die mir der Outsider die ganze Zeit zeigen wollte. Jahrelang hielt ich eine zwielichtige Gruppe ehemaliger Söldner, Straßenkinder und Flüchtlinge mit Disziplin und schwarzer Magie zusammen. Die Stadt verschlang alle Unschuld und Schwäche. Vielleicht war heute das Ende dieser kleinen Welt. Ich erinnerte mich an das Zittern von Jessamine Caldwins Händen, als sie ihr Leben aushauchte. Welches Schicksal mich auch erwartete. Ich hatte es verdient. Meine Leute nicht. Die Baupläne, die du gefunden hast, schalten diese Verbesserung frei. Schleichschuhe und verbesserte Rüstung. Habe ich die direkt? Nee. Deine Schritte sind leiser. Ja, komm mal. Da sage ich nicht nein. Deine Schritte sind noch leiser. Ich glaube, das spare ich mir mal. Wir wollen ja nicht ein Hauch im Wind sein. Senkt den erlittenen Schaden. Schaden kriegen wir eh nicht so häufig. Von daher brauchen wir das nicht unbedingt. Da würde ich lieber die Bolzen, die wir haben, weiter fliegen lassen. Und ich sollte mal den Würgestaub einsetzen. Ich habe den immer und benutze den nicht. Die Artefaktkapazität können wir ruhig auch nochmal erhöhen. So, was gibt's denn an Gefallen für diese Mission? Keine. Oh. Gut, dann können wir das Geld ein bisschen ausgeben. Oh, wir haben ganz schön mal Elixierer geschluckt. Und gönnen uns noch ein bisschen Reichweite mit dem Karpalistar. Oh, da sollte es passen. Und was passiert, wenn wir beim nächsten Mal ins Hauptquartier zurückkehren? Das seht ihr dann. Ich bin euer Chris und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, Leute.